Wir sind jetzt gerade noch auf dem Weg zur Migrationsbehörde. Denn ich müsste sonst alleine aus Peru ausreisen. Er ja. dürft nicht mit. Also die unsere Unterkunft hat gemeint, bei mir ist irgendwas nicht im System hinterlegt. Sie kann mich nicht auffinden, ja. Weswegen sie mich nicht irgendwie als ausländischen Staatsbürger ja. anerkennen kann, also und in der sie, Unterkunft. Ja, wir hatten bisher beim Flug, beim Inlandsflug ja. und anderen Unterkünften kein Problem. Und ich bin ja auch durch die Grenze gekommen und sie haben mich da eigentlich registriert. Jetzt haben die vielleicht einen Fehler gemacht. Genau, die haben einen Fehler gemacht und ihn halt nicht korrekt eingepflegt, dass man es online rauslesen kann. Und für, ich glaube, für ihre Steuererklärung ist es wichtig, ja. weil Einheimische einen anderen Preis, eine andere Steuer bezahlen als wir als Touristen. Ja. Ich ja. bin jetzt als illegaler Nicht-Ausländer, Nicht-Peruaner, ich bin nationslos. Ja. Deswegen gehen wir jetzt zur Migrationsbehörde und versuchen das jetzt mal zu klären. Die arbeiten natürlich auch nur wie die Beamten von 8 bis 16 Uhr, montags bis freitags. So, 2 Stunden später möchte ich mich über die deutsche Bürokratie in Zukunft nicht mehr ärgern. Problem war, dass der Grenzbeamte einen Buchstaben einfach in meiner Passnummer vergessen hat. Ja. Und ja, jetzt wurde das behoben, aber mit viel Hickhack und Fotokopien und noch so. Die wir bezahlen durften. Ja, aber gut. Jetzt ist rum, 2 Stunden weniger Lebenszeit. Nein. Wie früh ist es? 3.47 Uhr. Wie fühlst du dich? Erstaunlicherweise so, als ob ich gerade zur Partynacht aufbrechen würde. Was machst du stattdessen? Ich setze mich für 3 Stunden in den Bus und fahre in Richtung einem Rainbow Mountain. Lutsche schon auf meinem Coca-Bonbon rum, weil wir jetzt auf 5000 Meter hochfahren. So, wie Senta vorhin im Halbschlaf richtig gesagt hatte, gehen wir heute zum Rainbow Mountain. Und steht eine Wanderung von ungefähr 1,5 Kilometern bevor, 1 Stunde. Ja. Aber sie soll recht human sein. Sie soll das einzig steilere Stück sein, gleich am Anfang. Wir sind nämlich auf 4900 Meter. Und nach 5 Metern geht mir schon die Luft aus. Ist das normal? Du jetzt Company bekommen? Ja. Ich darf jetzt Rosalito die nächsten paar Schritte führen. So, wer führt hier wen, Gassi? Ich glaube, er möchte lieber hier lang gehen. Rosalito? Vielleicht musst du einfach gehen und dann kommst du mit, weißt du? So, während die Leute noch mit den Lamas zugange sind, sage ich euch mal, wo wir hier sind. Und zwar sind wir nicht bei den berühmten Rainbow Mountains, sondern bei den Rainbow Mountains von Palcoyo. Die haben 2 Vorteile, oder 3 eigentlich. Zum einen sieht man 3 Regenbogenberge, einen da, auch wenn er gerade nicht so schimmert, und dann noch 2 dahinter irgendwo. Zum zweiten ist der Weg hier etwas einfacher, der Weg zum anderen Regenbogen Mountain soll viel steiler sein. Und wie ihr seht, es sind hier kaum Leute. Beim anderen sind immer 1500 Leute am Tag da. Und hier hat es unsere Gruppe. Da vorne hat es, glaube ich, irgendwo noch eine andere Gruppe gehabt. Aber ansonsten genießen wir die Natur für uns allein. So, warum wir jetzt hier mit Horselu laufen, erschließt sich mir tatsächlich nicht ganz. Aber
eigentlich eine willkommene Abwechslung, nachdem ich sonst immer mit Senta unterwegs bin für das Jahr. Hier mal einen anderen Kameraden. Warum bin ich jetzt mit dem Lama zurückgeblieben? So, kleines Zwischenfazit. Die Luft ist an manchen Stellen ab und an mal weg, aber alles in allem ist der Weg voll okay. Und dort unten sind wir gekommen. Da sehen wir nochmal den ersten Regenbogenberg. Und hier den zweiten. Und wir gehen jetzt gleich hinter die Kuppe. Da soll es den dritten und schönsten geben. Aber die Aussicht hier in das Tal, genannt Red Valley, mega schön. Wir sind jetzt am höchsten Punkt angekommen, ne? Ja. Und sind auf 4.996 Meter. Ein bisschen ärgere ich mich, dass 4 Meter fehlen zu 5.000. Aber wir haben eine super Aussicht. Ja. Da ist ein Regenbogenberg. Hier. Super schön. Und wir haben mal wieder Glück mit dem Wetter. Und niemand hier außer uns. Der Grund für die unterschiedlichen Farben des Regenbogenberges sind unterschiedliche Mineralien, die einfach unterschiedliche Farben angenommen haben. Und das gibt's, soweit ich das verstanden habe, nur hier auf der Welt. Bin ich richtig, Senta? Es wurde ja auch bloß entdeckt, weil hier der Gletscher weggeschmolzen ist. Ja. Da gibt es unter anderen Gletschern auch nochmal solche Regenbogenberge. Es gibt's nur hier. Wir müssen das ein bisschen marketingtechnisch. Nein, ich lüge nicht gerne, weil ich habe aus China auch schon mal ein Bild gesehen. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber die haben es nachgebaut. Also kleines Zwischenfazit von uns. Ja. Also, Palcoyo Rainbow Mountain. Ich glaube, er lohnt sich schon ein bisschen mehr, auch wenn er teurer ist. Weil wir waren jetzt wirklich eine Gruppe aus 7 Leuten. Und gerade waren wir alleine an einem der Rainbow Mountains, konnten in Ruhe Fotos machen. Ja. Und ich schnarch schon wieder. Aber trotzdem ist der Weg machbar. Also ich glaube, die Vorteile sind die kleinen Gruppe. Ja. Das ist der größte Vorteil. Ist echt super schön idyllisch hier oben. Und der Weg ist nicht ultra anstrengend. Beim anderen ist er ultra anstrengend. Man hat viele Leute, aber ich glaube, der eine Berg, es hat nur einen, ist vielleicht ein bisschen ikonischer. Ja. Von der Position her halt. Ja. Die anderen sind halt mehr in der Ferne. Markanter. Er ist markanter, weil er irgendwie mehr wie ein Dreieck geformt ist. Also muss man wissen. Aber wenn man eher einen schönen, ruhigen Ausflug haben möchte, dann nach Palcoyo. Ice cream is certain. You answer challenge. Oh, okay. Challenge complete. Yes. Yeah. 3, 2, 1, 2. I'm excited. Don't worry. Spartan! Challenge complete! Gracias, Mariano.